Herzlich willkommen zu einem mal etwas anderem Video. Und zwar seht ihr im Hintergrund schon KX Drift Racing. Und zwar geht es heute darum, wie man am schnellsten Geld verdienen kann. Da habe ich einmal die Anfänger-Variante und einmal einen Money Glitch, falls ihr genug Geld als Anfänger zusammengesammelt habt oder falls ihr schon länger zockt und ihr absolut broke seid und ihr nicht wisst, wie ihr schnell an Geld kommt. Obwohl die erste Variante ist dann auch schon für die Leute, die dann eher nicht glitchen wollen. Naja, auf jeden Fall, falls ihr Anfänger seid und gerade mit dem Spiel anfangt, empfehle ich euch einfach mit dem Anfangsauto, was ihr habt, ein bisschen hier im Einzelspieler-Modus rumzudriften. Sucht euch am besten Springstone aus oder, na ja, obwohl, eigentlich ist es schon am besten auf Navarro Base A, da müsst ihr dann 22.000 Punkte zusammendriften und klar, mit dem Anfangsauto kriegt man da jetzt noch nicht so viel raus, ich glaube ungefähr 30.000 oder so, aber das macht ihr ein paar Mal, dann habt ihr auch eure 100.000 zusammen, dann könnt ihr euch entweder ein Klasse 2 Auto kaufen. Oder ihr sagt dann doch, ihr geht auf das Tuning von dem Auto und geht dann hier in die Modifizierung und haut euch dann hier so ein Tuning rein. Wenn ihr dann genug Geld habt, dann könnt ihr auch schon von mir aus auf ein Stufe 4 Auto sparen oder euch kaufen oder ein Stufe 5 Auto. Und das war es aber auf jeden Fall für Anfänger, die das Spiel gerade anfangen, die sich noch überlegen zu kaufen. Der Einzelspieler lohnt sich am Anfang am meisten, um schnell Geld zu machen, denn im Multiplayer dauert das ein Stückchen zu lange. Gut, nun kommen wir zu der zweiten Variante, da wir eben schon bei Stufe 5 Autos waren. Für den Glitch braucht ihr auf jeden Fall ein Stufe 5 Auto. Solltet ihr kein Stufe 5 Auto haben, dann müsst ihr euch leider eins kaufen. Und ihr müsst euch auf jeden Fall den guten Mazda RX-8 kaufen, der in dem Spiel der Lynx heißt. Und dafür zeige ich euch jetzt einmal das Tuning. Also als erstes müsst ihr das Racing Pack hier reinhauen. Und jetzt zeige ich einmal das Tuning. Vorne und hinten 4 cm, Federhärte 154 und hinten 169. Die Schnellkompression der Vorderstoßdämpfer 5300, hinten sind es dann 3680. Die Schnellreaktion der Stoßdämpfer sind 12300. Vorne und hinten 8490, Kompression der Stoßdämpfer 8930 und hinten sind 6240, die Reaktion der vorderen Stoßdämpfer sind 24160 und hinten sind es 15300, die Vorspur 10 und die Nachspur auch 10, Radsturz vorne minus 333, Radsturz hinten minus 216, dann haben wir Vorderachs- und Hinterachsstabilisator 00, Nachlauf ist bei 6,5, Ackermannwinkel bei 25% und Lenkwinkel 45 Grad. So, dann kommen wir einmal zu den Rädern. Da haben wir die 18 Zoll Felgen, dann einmal 2,85er Breitenreifen hinten vorne, den Reifendruck 120 auch hinten vorne, die Vorderradhaftung machen wir auch auf 120, die Spurweite vorne und hinten auf 3,3 und die Flankenhöhe der Vorderrad- und Hinterreifen machen wir auf 35. So, das Getriebe würde ich am besten einfach Standard lassen, da würde ich nicht dran rumwerkeln, weil wir müssen nur eine kleine Strecke fahren, da müssen wir jetzt nicht großartig an den Gängen rumwurscheln. Und hier sonst noch die Bremsen, Bremsmoment 8200, Bremskraftverteilung 65 und ABS an. So, habt ihr dann jetzt nur ein Stufe 5 Auto und ihr habt euch jetzt noch den Lynx gekauft, der hier ein, ich glaube, Stufe 2 Auto ist. Ja, hier ein Stufe 2 Auto ist das, kostet 80.000. Tuning ist auch nicht so teuer und wie gesagt, wenn ihr das dann alles habt, dann geht ihr hier in den Einzelspieler und geht hier einmal auf Zeitfahren. Und dann müsst ihr euch die West Coast Arena auf jeden Fall noch zusammensparen. Das ist wichtig, denn ich glaube, es funktioniert nur auf der. Bin mir nicht sicher. Aber ihr werdet gleich sehen, da oben stehen die Zeiten, die ihr fahren müsst.
um Gold zu erreichen. Gold müsst ihr die Strecke in 3 Minuten und 46 Sekunden abschließen. Aber jetzt kommt der Vorteil, die Strecke ist gar nicht so lang. Das heißt, ihr braucht nur 20 Sekunden oder so für eine Strecke. Und ich würde euch wirklich empfehlen, fahrt so schnell wie ihr könnt. Ihr müsst es aber auch nicht. Also es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht unter 20 Sekunden kommt oder so. Denn ihr kriegt trotzdem eine Menge Kohle. Und wenn ich eine Menge Kohle meine, meine ich das wirklich. Also wir sind jetzt durchs Ziel, haben 20 Sekunden gebraucht. Und wir haben eine halbe Million bekommen. Und das könnt ihr jetzt immer wieder machen. So macht ihr in 40 Sekunden eine Million. Ich habe das gestern auch gemacht. Und ich habe in 15 Minuten knappe 25 Millionen gehabt. Also das ist schon krass. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt, wieso das so ist. Aber ja, macht das auf jeden Fall. Es lohnt sich. Für Anfänger und für die Leute, die schon lange zocken und absolut broke sind und ein bisschen Geld brauchen, weil sie unbedingt andere Fahrzeuge haben wollen. So, jetzt haben wir hier die nächste Million und es geht wirklich ratzfatz. Das macht ihr einfach hintereinander weg, ohne Pause ballert ihr das durch und dann kriegt ihr auf jeden Fall so eine Menge Kohle zusammen. Wie gesagt, in 15 Minuten habt ihr 20, 25 Millionen. Je nachdem, wie schnell ihr seid, ihr müsst jetzt hier nicht auf Rekordzeit fahren oder so. Wie gesagt, also, ne? Aber umso schneller ihr seid, umso mehr Geld bekommt ihr am Ende. Also wenn ihr unter 20, genau 20 noch was fahrt, dann bekommt ihr so 500.000. Aber solltet ihr länger brauchen wie 20 Sekunden, dann bekommt ihr halt natürlich ein Stückchen weniger. Aber naja, das soll es auf jeden Fall wieder mit dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video geholfen hat oder gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr mehr in Zukunft von KAIK sehen wollt, dann würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann in dem nächsten Video.